Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Gothic. Wir sind hier in der Höhle mit Balukor und ein paar Orks. Ja. Wir sollen drei Schächte hier durchsuchen, wo irgendwo wahrscheinlich ein Hinweis ist. It's a hint. Wahrscheinlich kommt da so Objection oder so. Ja, bist du, du siehst größer aus. Oh, du bist ein Ork-Krieger. Dessen Hauptbedenken es ist, dass er mir einfach mehr Schaden macht. So, kämpfe, Baal. So, oh oh. Dann halt pullen. Pullen bringt auch nichts. Die springen ja gar nicht auf uns an. Doch, jetzt schon. Oh oh. So. Das war mir dann gerade ein bisschen zu dumm. Also du machst richtig gute Arbeit, Balukor. Also ich bin also stolz auf dich. So und oha. Jetzt geht's ab. Jetzt habe ich noch mehr Schaden. Aber erstmal futtern. Lecker Schnitzel. Was auch immer das ist. Das sieht aus wie Hähnchenschenkel. So. Hallo. Na. Fünf Schläge brauche ich anscheinend trotzdem noch. Ich finde das gut, dass der gar nichts macht. Also wirklich null, gar nichts. Also der, also wir könnten da eine Kartoffel nebenstellen, die würde wahrscheinlich mehr machen. Ja. Haben die alle Kurzsichtigkeit? Ich stehe hier doch, wieso? Ach, jetzt macht er auch was, wenn er angegriffen wird. Oh Mann, ey. Das ist doch hier ein Haufen Idioten. Unfassbarster Güte. Uta-Chaka, Uta-Chaka. Oh. Das ist dieses typische Prozedere, ne? Ork kämpfen, Schnitzel essen. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Ich weiß auch nicht genau, was wir suchen. Ist ein Stein. Der bringt also auch nichts. Noch ein paar Höhlenpilze bzw. Sklavenbrote.
Nee, also irgendwie ist da nichts. Ich würde sagen, in den nächsten Gang rein, ne? Oh, hoffentlich wieder ein Krieger auf uns wartet. Vorfreude, yippie. So, speichern. Ich sehe halt gar nichts. Kuschpach. Aber bis auf ein paar Leichen ist hier nichts. Ich könnte mal gucken, was passiert, wenn ich hier durchfalle. Auch nichts. Also hier ist gar nichts. So, und was ist hier? Hier geht's nach unten. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich gleich in den Raum, wo wir gerade eben sonst waren. Uta-Chaka, Uta-Chaka. Junge. Ich stehe hier neben euch. Ich frage es einfach nicht. Ich frage es lieber nicht. Das ist ja wahrscheinlich einfacher und da ist eine Wand, okay. Und wie immer fragt man sich in diesen Höhlen, wer hat die Kerzen angemacht? Hallo. Aua. Oh. Alles klar. Und der nächste auch noch. Stirb, du kleine Missgestalt. Ich bin mir nicht sicher, ob das sogar gegen den über eine Beleidigung ist, weil ich meine, das ne, ist ja jetzt wahrscheinlich da der übliche Usus, das so auszusprechen. Aber auch hier. Was ist das? Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Na dann. Geil, ich bin wieder verbuggt. Ich kann auch nicht das Hauptmenü öffnen. Sowas freut einen dann natürlich immer. Alles klar, Access Violation. Config funktioniert nicht mehr. So, jetzt kann ich auch wieder Sachen auswählen.
Und das Spiel dürfte hoffentlich gleich wieder starten. Das ist toll, wie gut das funktioniert. So. Also. Da ist das Pergament. Hier ist ein zerrissenes Stück Pergament. Das sieht aus wie eine orkische Zauberspruchrolle. Aber sie ist mitten durchgerissen. Es muss noch eine andere Hälfte davon geben. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht bergen die Nischen hier Hinweise. Mhm. Das könnte sein. Die Nischen. Man soll die Spalten. Oh Gott. Die Frage ist zum Beispiel, wie kommen wir hier hinter? So, hier ist aber nix. Nichts und nichts und nichts. Was ich jetzt mal mache, ich nutze tatsächlich mal eine Fackel. So. Ich glaube, die Gegner sind nämlich alle weg. Kann ich mal eine Fackel nutzen, damit ich was sehe. Kann das sein, dass das die Höhle ist, die eigentlich in der normalen hätte Schläfersequenz sein müssen? Hier ist auch gar nichts. So. Okay, weiter. Nichts, also die Mondschatten, ich sammle die jetzt nicht auf, weil die jetzt nicht so wertvoll sind und ich weiß nicht, was passiert, wenn ich die aufsammle. Während ich eine Fackel trage, weil ich will die eigentlich so lange wie möglich nutzen. So. Okay, ich verstehe. Das ist also das Loch. Aber warum ist diese Spruchrolle in der Mitte zerrissen worden, ist die große Frage. Hier ist gar nichts. Ja, auch nicht. Hier. Auch nicht. Ist halt einfach nur der Eingang versperrt. Eingang zu etwas. Ihr
Captain Price jetzt sagen würde, die Ecken kontrollieren. Aber auch in denen ist nichts drin. Hier ist nichts mehr. Sag ich dir. Was kann ich hier machen? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Ich will da hoch. Da oben ist doch bestimmt was. Der könnte mir irgendwas sagen. Aber das war nicht der Fall. Freundchen, hier ist nix. Erwache! Es scheint hier keine andere Pergamenthälfte zu geben. Es muss eine zweite Hälfte geben. Wir sollten alle drei Stollen gründlich durchsuchen. Ja, aber... Was meinst du, was ich getan habe gerade eben? Also bitte. Vor allem, warum machst du gar nichts? Ach, er folgt mir jetzt. Das ist ja zumindest schon mal ein Anfang. Ja, der folgt mir. Dann wurde das vielleicht nicht getriggert, wenn ich etwas gefunden hätte. Dieser Stollen ist eine Sackgasse. Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja, hatte ich nicht hier sogar irgendwo ein Pergament gefunden? Aber ich dachte, das wäre das erste. Das Ding... Das... Oder muss ich vorher mit ihm reden? Erwache! Ah, ja, ja, ja. Und dann kommt der jetzt mit? Ah, ja. Nochmal. Das sind die Mondschattengewächse, hier Space-Tomaten und Käse und so. Wir wissen ja doch nicht. Wir wissen ja schließlich, alle Käse wächst auf Pflanzen auf dem Mond und dem Mars. Dieser Stollen ist eine Sackgasse.
Vielleicht findest du hier irgendwelche Hinweise, die uns weiterhelfen. Ja. Wir versuchen's. Hier ist doch gar nichts. Ein paar Löcher am Boden. Aber nichts, was irgendwie... was Wichtiges wäre. Ist nichts. Ich mache erstmal einen Cut. Bis in der Folge und tschüss.